Hallo Freunde der virtuellen Landwirtschaft und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom LS22 auf der nordfriesischen Marsch vierfach. So, und ich habe es da, war ich wahrscheinlich ein Müh nicht am Stall, weil die rechte Reihe hat er natürlich gar nicht aufgenommen. Das finde ich ein bisschen doof. Deswegen fahren wir jetzt nochmal ein bisschen näher an den Stall. Und jetzt nimmt das ja auch auf. Das freut einen sehr und ich sehe auch gerade, wir können wahrscheinlich noch mal ein Stück nach vorne fahren. Zwar nicht viel, aber immerhin ein kleines Stückchen. So, und dann müsste jetzt da theoretisch den auch reinziehen. Jawohl, das tut er. Das passt. So, jetzt müssen wir natürlich die Ballen immer wieder B und entladen. Das dauert halt auch seine Zeit. So, jetzt haben wir sie natürlich schon mal drin und wir sehen, da ist schon ein guter Haufen geworden, also ein guter Haufen entstanden. Das kann man so erstmal stehen lassen, würde ich sagen. So, wir fahren jetzt natürlich wieder zu Feld 45 und sammeln da weiter. Natürlich wieder ein bisschen langsamer machen bei der Kurve, weil der LKW mag es nicht so. Kurvenfahrt und weite Einschlagswinkel, die mag er nicht so. Aber gut, da werden wir natürlich uns dran gewöhnen müssen. So, dann haben wir da noch die zwei Ballen, die holen wir noch. Das war schon wieder zu schnell und zu steiler Winkel. Und schon möchte er quer kommen. Aber diesmal haben wir gesagt einfach nein. So, ich würde jetzt einfach gerne den Ballen hier mitnehmen. Aus dem einfachen Grund, weil wir es können. Und ihr seht schon, dass der hier den nicht sauber laden wird. Also hier müssen wir einmal mindestens runternehmen. Beziehungsweise ich könnte ja theoretisch ja auch sagen, ich tue die ganzen Ballen sammeln an der BGA Nord, mache halt den Ding so weit voll, bis er fertig ist, fahre runter, weil dann können wir schon direkt den Miststreuer eigentlich losschicken. Komm, das machen wir. Einmal ganz kurz zum Miststreuer. So. Ich aktiviere mir mal ganz kurz die Linien. Also einfach den Hintergrund, dass ich das auch besser sehe, wo ich hinfahre. Und weil ich mich auch so ein bisschen hinstellen möchte. Passt. Tu die jetzt deaktivieren. Dann sage ich kein Kurs. Das will er natürlich speichern. Soll auf den Bahnen starten und scharf. Ich hätte gern eben alles gedüngt. Zwei Vorgewände, passt. Soll nochmal generieren, was er denkt. Und er startet eben hier unten. Das ist sehr gut. Und wir gehen hier natürlich zu Feld 45 und sagen hier speichern. Und zwar Mist streuen 24 Meter. So. Machen wir das natürlich schon mal, upsala, auf. Da starten die ganze Chose und sagen, Helfer, leg los. Jetzt wird natürlich gespeichert. Das ist auch sehr wichtig. Immer wieder speichern. Ja, da können wir halt schon sehen, der macht halt schon eine gute Arbeitsbreite.
aber eben 25 km/h. Das heißt, wir haben hier natürlich jetzt einen Geschwindigkeitsvorteil. Wir fahren ja das Dreifache sogar, also deutlich, deutlich schneller. Gut, natürlich, am Ende müssen wir die Geschwindigkeit natürlich reduzieren. Aber wie jetzt hier zum Beispiel, jetzt können wir hier wieder Vollgas geben. Wenn wir hier Reihe um Reihe nehmen, da sind wir, glaube ich, deutlich schneller wie er. Und er muss ja auch garantiert irgendwann wieder tanken. Also den Mist tanken. Gut, da könnte man natürlich einen Zubringer machen, der immer wieder den Mist holt. Oh, das war knapp. So, wenn wir jetzt hier sehen, der hat jetzt die erste Bahn und wir sind jetzt an der dritten. Also, das ist vollkommen okay von der Geschwindigkeit her, würde ich sagen. Ah, und jetzt fällt hier der Ball natürlich runter. Und gerade noch mal einer runter. Immer Stück für Stück. Ah, da wollte das gerade schon wieder ausbrechen. Der verehrte Kollege. Ja, und hinten die Ballen, die wollen nicht mehr, ne? Die kippen weiter. Die kippen. Ich sehe schon kommen, dass die irgendwann auf dem Boden liegen. Das behalten wir natürlich jetzt im Auge. So, ja, das wird jetzt über kurz oder lang so sein, dass er einfach runterfällt. Und ich hoffe einfach mal, dass er nicht hier irgendwo jetzt runterfällt. Das wird schon knapp. Ah, der wird sie nicht auflegen. Der wird fallen. Er wird fallen. Ob er will oder nicht. Und der fällt jetzt jeden Stück immer weiter runter. Und irgendwann ist der Punkt erreicht, wo einfach der. Ah, wisst ihr, was ich jetzt mache? Ach, das war jetzt einer zu spät. Einer war es jetzt zu spät. Ich wollte jetzt einfach rüberfahren und dann kurz die Spanngurte lösen. Dass der einfach da rüberfällt. Und zwar auf der richtigen Bahn dann. Aber gut, da müssen wir halt so irgendwie einholen. Nützt jetzt alles nichts. Das machen wir natürlich jetzt hier schön. Zack, zack. Und jetzt möchte er schon wieder nicht. Das heißt, wir fahren jetzt. Oh, da kommt der schon. Er hat da schon 13% draußen, dritte Bahn. Also das ist schon ordentlich, ne, was er dann Mist rauswirft. Finde ich schon ordentlich. So. Und dann hätte ich es gern hier entladen. So, weil wir können ja hier natürlich jetzt nach Belieben die Ballen vom Feld holen. Hauptsache, sie sind vom Feld. Und dann können wir sie ja von da immer wiederholen. Also, es ist ja. So ist einfach nur als. Ah, ja, genau. Hier sind wir dann. Beide am Sammeln. So. Wir sehen, also es ist schon relativ knapp. Allein mit dem zweiten. Ich glaube nicht, dass das dann gereicht hätte. Ich glaube, das ist jetzt die bessere Methode, wie wir es machen. Einfach um beide Arbeiten unter ein
Hut zu bekommen. Also schön ein bisschen Kaffee getrunken, bevor er kalt wird. Kalter Kaffee schmeckt einfach nicht. So. Haben auf jeden Fall schon wieder eine Ebene gesammelt. Das heißt 20 Ballen. Ja, man merkt es halt, ne? Hinzus haben wir relativ wenig zum Sammeln. Und jetzt hier wieder zurück, da sind halt die Ballen schon wieder in einem ganz anderen Taktung. Unterwegs. Aber das kriegen wir natürlich auch sauber unter einen Hut. So, jetzt haben wir sogar schon zwei Ebenen. Ah, gesammelt. So, dass wir da halt nicht mehr so weit nach hinten fahren müssen, können wir den gerade beim Wenden mitnehmen. Ja, hier sammeln wir jetzt natürlich schön munter fröhlich weiter. Und jetzt haben wir auch schon wieder ein wenig mehr zwischen uns und dem Miststreuer an Fläche hingekriegt. Also alles gut. So. Natürlich müssen wir ja immer eng wenden. Aber naja. Das kriegen wir natürlich hin. Da müssen wir auch weiterhin die Plantagen nach und nach aktivieren. Und wir können auf jeden Fall dann schon mal die nächsten aktivieren. Was ist das? Ist das jetzt Mirabelle? Ich glaube, die nächste wäre Mirabelle. Nach der Kirsche kommt Mirabelle, glaube ich. Und dann kommt Pflaume und Pfirsich. So. Also hier können wir schon bremsen, weil hier hinten wir nichts mehr liegen haben. Geht es natürlich jetzt erstmal weiter mit dem Sammeln. Jetzt bin ich gespannt, ob er jetzt voll ist oder ob er noch weiter sammelt. Er sammelt noch weiter. Ah, das ist sehr gut. Ballen und Ballen, jetzt ist fertig. Also fahren wir natürlich wieder zur BGA runter. Der Miststreuer ist jetzt schon. Ja, aber noch bei 70%, also jetzt schon 30% Mist rausgeworfen. Das ist halt auch ordentlich, würde ich mal sagen. So. Weil ja, da haben wir es ein schlecht entladen. Aber gut. Wir sind ja hier dabei, einfach nur das Feld leer zu kriegen mit Ballen. Weil dann können wir das wirklich ganz entspannt fahren. Wir haben dann gar keinen Zeitdruck mehr und ja, ich würde sagen, dadurch kriegen wir auch besser hin, dass wir das zeitlich schneller managen können. Und das ist ja das primäre Ziel, ne? Zeiteffizient zu sein hier auf der Karte.
Genau. Ach, es ist herrlich, wenn der ein Ball nach dem anderen aufgeladen wird. Viel haben wir nicht mehr. Ich denke auch nicht, dass uns mal der Misstreuer einholen wird. Wobei wir eigentlich schon immer eine weite Strecke oder jetzt eine weitere Strecke zurückfahren müssen. Aber eigentlich müsste das jetzt ja auch so weit dann passen. Vor allen Dingen, wir jetzt die Bahnen jetzt ja deutlich kürzer werden. Für uns wie für den Miststreuer. Müssen wir nachher, glaube ich, nochmal wegen ein paar Ballen hochfahren, tun sie einsammeln. Und dann passt das. So, aber wir sind jetzt gleich wieder bei 50% angekommen, was wir auf den Anhänger kriegen. Ich versuche es eben jetzt so effizient wie möglich halt zu gestalten. Ja, und da wollte er wieder ausbrechen, der Gute. War ich wieder einen Tick zu schnell. Und wie gesagt, wenn ihr natürlich eine Idee habt, wie ich noch effizienter werden kann, schreibt sie mir gerne in die Kommentare, schreibt sie mir gerne auf meinem Discord. Ich bin über jeden Tipp natürlich dankbar, den ihr mir gibt. Sofern es natürlich Sinn macht. Genau. Ja, wir fahren hier jetzt wieder schön zurück. Laden dabei ganz gemütlich noch die Ballen auf. Also es wird echt wegen zwei, drei Ballen muss man hier nochmal hochfahren. Gut, wer weiß, vielleicht wird das jetzt auch ein voller Anhänger. Ne? Das kann natürlich auch sein, weil bisher lädt er perfekt. Ich glaube, jetzt habe ich es verschrien. Habe ich einfach so ein Gefühl, jetzt habe ich es, glaube ich, verschrien. Eieiei. Naja, wir werden sehen. Bestimmt lädt er jetzt perfekt und den letzten Ballen sagt er nö, keine Lust. Dann könnt ihr eigentlich fast wetten. Das ist die oberste Ebene, das hat nichts zu heißen, wie der die lädt. Moment, wenn ich jetzt hier so fahre. Das sind eben kleine Lenkbewegungen, die kann ich machen. Ah, da wippt der. Die Ladung nicht so sehr. Aber das passt. Kriegen wir vielleicht doch noch alles hier drauf. Wie Ballen sind es? Zwei, vier Stück. Schauen wir mal. Ansonsten. Ansonsten haben wir eben noch den starken Bauer. Vier haben wir noch Platz und ich sehe hier sechs Stück. Also zwei sind zu viel. Drei sind zu viel, die werfe ich oben drauf. Mit dem starken Bauer. Definitiv. Das ist ein bisschen unrealistisch, aber egal. Dafür hat er eben die anderen nicht vollgeladen, ne? Könnte man jetzt theoretisch so sehen. Da er die anderen nicht volllädt, mache ich das jetzt so mit dem starken Bauer. Es sind drei Ballen. Wegen drei Ballen nochmal hier hochfahren, das rentiert sich nicht.
So, ich lade jetzt hier einfach auf. Und jetzt müsste ich theoretisch noch mal ein Stück vorfahren. Und hier müsste jetzt theoretisch alles soweit aufladen können. Jawohl, das hat er. Das einmal raufgeworfen. Wenn ich jetzt den anfasse, fällt er runter. Ja, das wusste ich. Zack. So, und dann werfen wir den noch hier drauf. Das passt. Lösen Spanngurte. Aber gut, meine Freunde, das wäre es gewesen für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen da. Über ein Abo würde ich mich auch sehr freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.